Hallo, wir rechnen eine Übungsaufgabe. In dieser Aufgabe sollen Parameter einer normalverteilten Zufallsvariable bestimmt werden, rechnerisch. Dazu gibt es als Angabe zwei Wahrscheinlichkeiten. Ich zeige mal den Aufgabentext, der sieht so aus. Ja, wir haben einmal einen Wert von 6% Wahrscheinlichkeit, wenn die Zufallsvariable kleiner ist als 0,4445, dass sie größer ist als 0,7282, ist 10% die Wahrscheinlichkeit. Okay, und wir sollen μ und Sigma, also den Erwartungswert und die Standardabweichung dieser Zufallsvariable bestimmen. Wenn ich mir das mal aufskizziere, hier nicht ganz maßstabsgetreu natürlich, nur um eine Idee zu bekommen, das ist die Normalverteilungsdichte. Wenn ich hier so eine gestrichelte Linie bei 0,4445 einzeichne, dann ist die Fläche unterhalb dieser Dichte links von diesem gestrichelten Wert 6%. Wenn das x größer ist als 0,7282, ist die Wahrscheinlichkeit 10%. Jetzt wollen wir mal versuchen, daraus das μ und das Sigma rauszuquetschen. Wir wissen ja grundsätzlich, wenn ich eine Wahrscheinlichkeit habe, dass die Zufallsvariable kleiner, bei einer stetigen Zufallsvariable ist es egal, ob kleiner oder kleiner gleich, hier steht, dann entspricht das dem Wert der Verteilungsfunktion. Also können wir schon mal sagen, wenn diese Zufallsvariable hier die Verteilungsfunktion groß f hat, da gilt für unsere Zufallsvariable erstens, das haut bei der zweiten Angabe nicht so einfach hin, weil hier steht ja ein größer gleich. Wenn ich weiß, dass rechts von dieser Fläche 10% liegen, dann weiß ich insgesamt, damit es eine Dichte ist, braucht es eine Fläche von 100%. Das heißt, unter dieser größten Teil dieser Glocke liegen dann eben 90%. Also, zweite Angabe, 90%. Kann man sich natürlich einzeichnen. So, jetzt haben wir blöderweise diese spezielle Verteilungsfunktion natürlich nicht in der Tabelle. Deswegen transformiere ich das in die Standardnormalverteilung. Für die Standardnormalverteilung, die kürzen wir ja typischerweise mit dem großen I ab, gilt dann die Transformation. Okay, jetzt gucke ich aus meiner Normalverteilungstabelle rückwärts nach. Dazu holen wir uns die. Ich brauche die beiden Werte 6% und 90%. 90% kann ich direkt nachgucken. Genau finde ich den Wert natürlich nicht, aber ich habe hier einen Wert, der sehr nah dran liegt und einen, der auch sehr nah dran liegt. Der liegt knapp drunter, der liegt knapp drüber. Das heißt, unser gesuchter Wert ist irgendwas zwischen 1,28 und 1,29. So, warum nehme ich 1,28 und nicht 1,29? Ich könnte jetzt natürlich hier versuchen, linear zu interpolieren, um es noch ein bisschen genauer rauszukriegen. In dem Bereich ist die Dichte näherungsweise natürlich oder die Verteilungsfunktion näherungsweise linearisierbar. Mir reicht es jetzt von der Genauigkeit, wenn ich die nächste Hundertstelstelle hier habe, also 1,28. Warum ich nehme ich den? Hier bin ich 17 Hunderttausendstel von dem Wert 0,9 weg und hier bin ich 147 Hunderttausendstel weg, also tendenziell näher an der 1,28 dran. Den zweiten Wert, den kriege ich hier nicht direkt raus, weil die Normalverteilungsfunktion in der Tabelle fängt ja erst bei 0,5 an. Aber wir kennen ja den Trick, das gilt Phi von minus x gleich 1 minus Phi von x. Das heißt, wenn ich das Vorzeichen hier umdrehe, dann kann ich den Wert von 1 minus nachgucken. Und der Wert von 1 minus ist in dem Fall 0,94. Hier finde ich hier natürlich, vorausgesetzt die Normalverteilung ist lang genug. Hier habe ich ein bisschen großzügig abgeschnitten. Aber hier haben wir jetzt eine, die genügt mir auf jeden Fall. Wenn ich jetzt 1 minus 0,06, also 0,94 suche, dann habe ich irgendwo zwischen diesen beiden Werten, hier sind wir 57 Hunderttausendstel weg, hier bin ich 62 Hunderttausendstel weg. Da würde ich mir sagen, das ist fast genau die Mitte. Also nehmen wir 1,555. Ja, irgendwas zwischen 1,55 und 1,56, fast genau die Mitte. Also nehme ich hier näherungsweise 1,555. Der ist noch ein bisschen näher dran als der hier. Also 1,55 wäre auch okay. Damit kann ich jetzt meine beiden Angaben besser spezifizieren. Ich weiß, dass Phi von unserer gesuchten Zahl gleich 0,06 ist, beziehungsweise das Negative von dieser gesuchten Zahl ist gleich 0, also Phi von dem Negativen dieser gesuchten Zahl ist 0,94. Wir wissen, dass diese gesuchte Zahl irgendwas um die 1,555 ist von der negativen Zahl. Das heißt, ich kann jetzt sagen, drehe das Vorzeichen um. Dann habe ich nicht mehr 0,4445 minus μ, sondern μ minus 0,4445 durch Sigma ist ungefähr 1,555. Und die andere Gleichung, die lassen wir so stehen, entspricht ungefähr 1,28.
Das Sigma kann ich in beiden Gleichungen nach oben multiplizieren. Dann haben wir einmal μ minus 0,4 fehlt noch ein Vierer. Und die zweite Gleichung ergibt sich dann zu. So, jetzt haben wir hier zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. In der ersten Gleichung steht plus μ, in der zweiten Gleichung steht minus μ. Da bietet sich jetzt natürlich an, die beiden Gleichungen zu addieren. Na, wenn ich sage, das ist die erste Gleichung, das ist die zweite Gleichung. Und ich addiere jetzt diese beiden Gleichungen, dann ergibt sich μ plus minus μ. Das μ fällt raus, also bleibt nur noch übrig mal Sigma, wenn ich das Sigma entsprechend ausklammere. Das ergibt ungefähr 0,7282 minus 0,4445 geteilt durch 1,555 plus 1,28. Und das sind circa 0,10. Das setze ich in die erste Gleichung ein, um das μ noch zu bestimmen. Ungefähr setze ich hier das Sigma ein, 0,10, 1,555 mal 0,10 plus, das kommt auf die rechte Seite, 0,4445 und das gibt ungefähr 0,6. Das heißt, wir haben die Parameter dieser Normalverteilung bestimmt mit einem μ von 0,6 und einem Sigma von ungefähr 0,1.